Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir machen sehr gute Fortschritte und werden jetzt mal gucken, ob wir in diesem Video nicht ein bisschen Partystimmung in Ilium Lois bringen können. Nein, das haben wir natürlich nicht vor, denn ich denke nicht, dass das irgendwie funktionieren könnte in diesem Kaff. Ich sehe nämlich gar nichts irgendwie von Bedeutung hier, außer komisch gleichförmige Blockhäuser, die man wahrscheinlich auch genauso in Minecraft hingepflanzt hätte. Schauen wir mal, ob wir in diesem Video den vierten und finalen Ritter von Ilium Lois finden. Und ich stelle gerade fest, dass der Sound ein bisschen laut ist. Das wollen wir ja verhindern, dass ihr mit einem Hörsturz aus diesem Video rausgeht. Ach, was mussten nicht diese ganzen Leute, die Kopfhörer in meinen Videos hören, schon erleiden? Das ist doch schrecklich. Und das ist ziemlich bitter. Warum ist Schnee auch so rutschig? Ich wollte noch nicht rodeln. Ich war noch gar nicht bereit. Ich nehme dafür immer so eine Bratpfanne. Ja, und dann poliere ich meinen Hintern und dann setze ich mich da rein und dann geht's los. Scheiße, Mann. Was für eine Kacke ist das denn? Das war ein bisschen anders geplant. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Och, Mann, oh. Muss ich ja gar nicht lang. Ich kann ja ganz einfach diese Abkürzung nehmen. Muahaha. Ja, das heißt, dass ich diese komischen Dinger da ja nochmal besiegen muss. Diese kleinen Golems. Die ignoriere ich einfach mal wieder. Ich denke nicht, dass das irgendwelche Probleme verursacht. Meine Güte nochmal. Alter, was ist los? Was geht ab? In Ilium Lois Town. Downtown City. Selbstverbrennung. Ja, das ist genau das, was ich gerade tue. Ist mir schon klar. How-to, wie man 2 Minuten in einer Aufnahme sein kann und schon keinen Bock mehr hat. Tja, so geht das. Gut, nochmal. Diese scheiß Rattenviecher hier. Wir müssen mal diesen Golem so ein bisschen umgehen. Okay, das hat mich natürlich 21.000 Seelen gekostet. Jetzt wäre ich fast in das Loch reingefallen und das wäre dann der Fail des Jahrtausends gewesen. Aha. Diese Ratten können also auch nicht hier reinkommen. Das ist interessant. Das ist, als wenn ein unsichtbarer Bannkreis um diesen Raum liegen würde. Der verhindert, dass alle scheiße drauf sind. Und Party machen können hier. Nehmen wir mal einen kleinen hiervon. Schnupp, schnupp, schnupp. Die sehen so ein bisschen aus wie Knickknacks, finde ich. Man kann nicht verstehen, dass man die so snacken möchte. Die drei kann ich eigentlich ignorieren. Denn da muss ich ja eigentlich nicht nochmal landen. Und es geht wieder weiter. Backstep, backstep. What you gonna do? What you gonna do when she's come for you? Backstep, backstep. Control. Slow and steady. Und diesen gepanzerten Ritter da oben, den werde ich jetzt nicht nochmal so stiefmütterlich behandeln. Den werde ich einfach niederbomben. Genau das ist mein Plan. Tot. Und auf euch habe ich im Nahkampf auch keinen Bock mehr. Ich denke, das kann man verstehen. Da direkt hinter der Ecke ist einer. No! Senoritas everywhere. Okay. Hoa. Autsch. Autsch. Gaucho.
So. Erhöhte Position gibt mir einen strategischen Vorteil. Aber auch nur, wenn man es kann. Oh! So, der ist fast tot. Tot. Sehr gut. Autsch. Autsch. Da war ich wohl zu schnell, zu sonst was. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt tot. Und der andere auch. Sein dummer Zwillingsbruder. Der ist ein bisschen, ne? Hat hier so ein paar Schläge lang gekriegt, so. So dass er halt nicht mehr ganz gut denken kann. Das ist schade, aber mit manchen Leuten ist das so. Aha. Wo kommst du denn her, Kleines? Aus Dead Town! Cheater! Okay, wir müssen uns auf jeden Fall anders hier hinstellen. Yo! Da ist er wieder, der Backstab. Backstab. Und da war es mal um ihn geschehen. Das hätte ich auch schon vor 5 Minuten so haben können. Aber jemand wollte mich nicht. Jemand wollte mich nicht lassen. So, hier ist jetzt nichts mehr. Nee. Einfach Treppe hoch und dann mal gucken. Ich wette, da ist ein Ritter. Ich wette, es ist der vierte Ritter. Ja, da ist er nämlich auch drin. Wir sehen ihn schon. Können wir hier noch irgendwas looten? Wir wissen, dass Dark Souls gerne mal Dinge versteckt. Da scheint nichts zu sein. Vielleicht hier drüben noch. Nö. Gut, befreien wir den vierten Ritter von Ilium Lois. Hey, Bro. Ich habe jetzt alle meine Giraffenhälse zusammen. Diene mir. Huldige mir. So. Ja, und damit dürften wir es eigentlich geschafft haben. Wir werden jetzt mal zurückkehren. Ich habe da ja meine tolle Feder. Die ich mir einmal unter die Nase halte, dann niese ich und dann komme ich zum letzten Bonfire zurück. So funktioniert das nämlich, ja. Wenn man erkältet ist, dann hat man natürlich ein Problem bei Dark Souls. Wir müssen jetzt zurückkehren zum äußeren Wall, wenn ich das noch richtig weiß. Genau, das erste Bonfire und von dort aus können wir dahin gehen, wo der Boss war. Und dann können wir zum Chaos gehen. Denn ich denke, viel mehr haben wir jetzt hier nicht mehr zu tun. Da unten werden wahrscheinlich noch Bosse warten. Zwei vielleicht. Möglicherweise. Vielleicht auch nur einer. Ich weiß es nicht. Und dann wird wahrscheinlich dieser DLC auch zeitnah vorbei sein. Da oben war kein Bonfire, oder? Nee. Eigentlich war da kein Bonfire. Wie ging denn diese Tür nochmal hin? Das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Schon wieder so lange her. Aber die DLCs so in ihrer Gänze sind bisher alle fantastisch und ich fand, dass jeder DLC, da ist doch ein Bonfire. Okay. Und welches Bonfire ist das? Ach, dieses natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Aber dann fehlt mir ja noch eins. Ist das ein geheimes Bonfire oder habe ich ein ganzes Gebiet ausgelassen? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben oder so. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Da sehen wir unsere vier Ritter. Die vier Ritter von Ilium Lois. Die mir alle helfen werden. Bei was auch immer mich da unten erwartet. Oh shit!
Das kommt mir wirklich sehr bekannt vor. Und wir müssen jetzt hier gegen 4 schwarze Ritter kämpfen. Hua! Autsch. Hua! Und ich werde meine Ritter natürlich unterstützen. Kämpf gegen den, du Hokuspokus. Backstep. Das war definitiv ein Backstep. Ja. Hau ihn zu Moose. Ich weiß gar nicht, wie stark meine Ritter sind oder wie lange sie durchhalten. Hua. 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 2 sind tot. Oh, mir scheint aber von meinen ist auch einer tot. Oder? Hua! Hua! Muss ich irgendwie die Spiegel zerstören oder so? Kann nicht die Spiegel zerstören? Kann ich es wenigstens mal probieren? Nope! Nope! Okay, einer von denen ist eingefroren, wie es scheint. Das hätte mich jetzt fast getroffen. Aber auch nur fast. Tot. Obadiah! Obadiah. Jebediah. Okay. Es ist nur noch eins von den Portalen irgendwie aktiv, wie es scheint. Ich habe natürlich jetzt aber ein Problem. Das da wäre, dass ich nur noch sehr wenig Leben habe. Sehr wenig von allem. So, der ist tot. Ist das so eine Art Bosskampf hier gerade? Ich verstehe das nicht. Also nicht so richtig. Lass uns mal eben den töten. Sehr gut, der ist auch tot. Oh, meine Ritter verwandeln sich. Und dann machen sie die Portale unbrauchbar. Das ist cool. Okay, das heißt, wir haben es jetzt hier nur noch mit 3 Rittern zu tun, die wir irgendwie schwächen müssen. Seelenfokus! Okay, das war nichts. Muss weg! Autsch. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, nein. Nörg! Ah! Let me live! Mann, ich muss einen von denen töten. Wobei, mein einer Ritter, der behandelt gerade den Typen da hinten. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, denn der ist ja mir so zugewandt. Oh, das war eine miese Tour. Eine ziemlich miese Tour. Komm schon, töte diesen einen Scheißritter. Oder den anderen. Hey, der ist ja fast tot. Machen die sich auch selbst Schaden damit? Kann ich noch irgendwas Starkes mit viel Schaden machen? Nicht wirklich. Es sind noch 2 Ritter. Na! Sehr gut. Und jetzt noch dieser Bimbo Leo. Holla die Waldfee. Wir haben es geschafft. Und einer von meinen Kindern hat sogar überlebt.
Och nö. Alter Schwede. Verbrannter weißer König. Da ist er. Diese edle Gestalt. Whoop! Do you think you can handle me? Ja. Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich schon, dass er mich handeln kann. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich hoffe, dass ich diese Portalsequenz nicht jetzt jedes Mal machen muss. Mein Problem ist, dass ich keine starken Zauber mehr habe. Der hat fast volles Leben. Und scheint auch sehr wendig zu sein. Okay. Wir haben 4 Estus-Flakons. Nein, was ist das? Was ist das? Was ist das? No! Hat dir nicht jemand erzählt, dass eine Schwertverlängerung genauso unfair ist wie eine Penisverlängerung? Nämlich sehr. Schockwelle, war klar. Immer wenn Gegner was in den Boden stecken, dann machen sie eine Schockwelle. Das ist ein Schlag, bei dem man dann gut ausholen kann. Aber auch nicht so sehr, wie ich gerne würde. Und Chong. Okay, abhauen, abhauen. Das reicht. 2 Rollen reichen, okay. Das muss man sich ja alles merken. Boom, boom, boom. Da kann man 3-mal angreifen. Der verbrannte weiße König. Er hat auch so einen Giraffenhals. Das scheint hier irgendwie Mode zu sein. Das ist eine echt komische Mode. Ich hoffe für ihn, dass er noch mehr auf dem Kasten hat als das. Autsch! 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 Autschen! Oh nein! No! Ich bin zu früh gesprungen. Okay. Probieren wir ihn nochmal. Den verbrannten weißen König. Große Kathedrale. Und bitte, lass mich diese Portalsequenz jetzt nicht nochmal machen. Denn A, weiß ich nicht, wie ich ohne meine Ritter überhaupt überleben soll. Und B, weiß ich auch nicht, wie ich die Portale ohne meine Ritter ausschalten soll. Also C, weiß ich gar nichts ohne meine Ritter. Meine Ritter sind nämlich... Oh, doch, sie sind wieder da. Cool. Kommen die jetzt jedes Mal? Aber dann muss ich diese Portalscheiße ja wahrscheinlich doch nochmal machen. Ja. Das nervt. Es nervt, das jedes Mal machen zu müssen. Kann ich da reingehen? Ich kann nicht mal da reingehen. Massenschlägerei! Au! Ja, prügelt sie zu Klump! Wir müssen versuchen, mehr von denen am Leben zu behalten. Denn dann dürfte er, also der Gegner, der Endboss, nicht so ein großes Problem werden. Holy shit! Autsch! Los, prügelt sie doch zu Klump. Ja, macht diesen Angriff. Und macht noch andere Angriffe.
Wo ist mein Schwert? Wo? Oh. Da ist mein Mega-Schwert. Kann ich auch mal einsetzen. Omba! Okay, und nochmal. Homba! Den krieg ich so alleine tot. Und weg mit dir! Oh! No, 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 no! Lauf, Bamboleo! Warum ich immer Bamboleo sage? Fragt euch das nicht. Nein, natürlich können nicht mehr von den Rittern da bleiben. Ich erkenne gerade meinen Unsinn. Denn das Problem ist ja einfach, dass wir alleine schon drei brauchen, um die Portale zu schließen. Autsch. Und leider wird es wohl eher nicht möglich sein, die Portale anders zu schließen. Autsch! Das war jetzt sehr ungehobelt. So, der ist weg. Der auch. Jetzt müssen wir nur noch den töten. Sehr schön. Und da wären wir wieder bei dem Boss. Lois Seele. Verkohlter Lois-Helm. Lois-Seele. Und noch eine Lois-Seele. So. Jetzt wird er wieder kommen. Der alte, weiße, verbrannte König. Ihr könnt gerne noch andere Adjektive eurer Wahl anfügen. Komm! Baut. Das ging ja ziemlich schnell mit dem Ritter. Oh, what? Was war das denn für ein Schlag? Out. Mann, ich hab's nicht mehr so drauf mit dem Ausweichen. Das hat eben so gut funktioniert. Und jetzt funktioniert's gar nicht mehr. Bitte. Wir müssen jetzt ein bisschen Schaden machen. Selbstredend. Was ist das? Ach ja, jetzt macht er wieder diesen komischen Magie-Scheiß auf seine Waffe. Autsch. Ach, damit bringt er mich ins Stumblen. Der hat eine Mordsreichweite, das muss ich ja mal sagen. Okay, wir haben nur noch Kristallseelenspeere. Aber wir können uns ja auch unsere Zauber ein bisschen zurückholen. So war das doch, ne? Ja. Oh, da muss man zwei Rollen machen. Eine reicht offenbar auch. Ich brauche so ein bisschen dieses verkohlte Dämmerungskraut. Aber da muss ich gerade so ein bisschen warten, bis er wieder in seine Angriffsmatrix geht. In seine Verteidigungsmatrix, meine ich. Oder ich nehme es jetzt. Nein. Warum nimmt er das nicht? Dann brauche ich jetzt dringend Estus Flakons. Fuck. Scheiße. Ich krieg ihn aber erst im nächsten Video. Deswegen würde ich sagen, auch in den nächsten Videos. Könnt ihr natürlich anschauen, Freunde, und kommentieren. Seid aktiv mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2. Und denkt immer dran, I want you for an adventure. Komm schon, Pistole. Du bist cooler als so ein scheiß Raketenwerfer. Hinter dem Vorhang. Ich war hinter dem Vorhang. Ich war noch nicht bereit für meine Show. Hinter dem Vorhang. Das ist ein Vorhang und keine Panzerwand. Ich hab dich gesehen! Ja, ich will hier raus! Darf ich raus? Danke. Fuck! Stutschern! Wo bist du denn? Nimm diese scheiß Shrinkgun!